Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Ich bin Filmemacher und Fotograf und in diesem Video stelle ich euch mal ein paar Fokustechniken vor, die ich meistens in der Landschaftsfotografie oder auch in der Produktfotografie gern verwende. Ich fotografiere ungern in dem vollen Automatikmodus der Kamera, vor allem auch, wenn es ums Fokussieren geht, und ich zeige euch auch, warum. Und gerade in der Landschaftsfotografie verlasse ich mich immer auf den manuellen Fokus, also auf mich selber, und erwähne ganz oft das Wort Displaylupe. Displaylupe, Displaylupe. Und in dem Video zeige ich euch, wie ich die Displaylupe verwende, wie ich die auf meine C1, C2 Tasten programmiert habe, und das könnt ihr dann richtig gut nachvollziehen und vielleicht auch mal nachmachen. Denn das manuelle Fokussieren spart mir tatsächlich Zeit und auch Bilderausschuss. Ich zeige euch mal, was ich damit jetzt genau meine, okay? Angenommen, ihr seid in dem Standard AFC-Fokusmodus und wollt Fotos machen. Passiert Folgendes. Ihr drückt auf den Auslöser, also halb durch, und die Fokuspunkte springen in diesem Fall von der Hütte mal vom Dach, dann wenn ich wieder drauf drücke, mal Richtung Wasser, oder wenn ich die Kamera mal drehe, mal auf den Steg, mal in den Hintergrund, also ihr seht selber, ich kann nicht richtig bestimmen, was hier eigentlich scharf sein soll. Und gerade wenn man auch mal auf einer 2,8er Blende fotografieren will und diese Tiefenunschärfe haben möchte, dann ist es halt desaströs, ja, wenn der Hintergrund scharf ist und das eigentliche Motiv ist unscharf. Also vielleicht kennt ihr das Thema ja. Und deswegen finde ich diese Option AFC nicht so geil bei der Landschaftsfotografie. Das verwende ich ganz oft nur, wenn ich Personen fotografiere, weil ich da auch den Augenautofokus habe. Jetzt in der Landschaftsfotografie schalte ich um auf den manuellen Fokus. Das mache ich jetzt hier. Ich drücke hier auf meine AF-On-Taste. Da habe ich meine Fokusmodi programmiert und gehe auf MF. MF ist manuell fokussieren, bestätige das Ganze. So. Und jetzt kann ich hier vorne am Fokusring den Fokus ziehen, aber für meine Augen nicht richtig über das Display beurteilen. Und deswegen nehme ich mir die Fokuslupe zur Hilfe. Und die habe ich auf meine C2-Taste gespeichert. Und ihr schaut, wenn ich da drauf drücke, dann erscheint dieses rosa Rechteck. Und jetzt sage ich, ich möchte hier zum Beispiel auf das Fenster hier fokussieren. Und wenn ich nochmal auf die C2-Taste drücke, bin ich ganz nah dran, ganz nah auf den Fenstern. Und jetzt gelingt es mir, den Fokus richtig gut zu bestimmen. Das mache ich tagsüber so und auch immer in der Nacht so. Weil nachts hat die Kamera unheimliche Schwierigkeiten, den Fokus zu beurteilen. So, und jetzt kann ich am Fokusring ganz behutsam vordrehen, bis die Fenster richtig scharf sind. Und wenn mir das noch nicht reicht, drücke ich nochmal auf die C2-Taste und bin noch näher dran und kann das Ganze noch besser beurteilen. So. Und wenn ich nochmal auf die C2-Taste drücke, bin ich aus diesem Modus raus und habe jetzt die Möglichkeit, hier mein Foto zu machen und alles im manuellen Betrieb. Jetzt könnte ich das Foto auch so direkt mal machen. Zack. Zack. Also. Und ihr seht auch hier, wenn ich jetzt den AFC anhätte, das zeige ich euch mal schnell, da würde der Fokus bestimmt jetzt auf den Paddelsurfer springen oder auf das Haus oder. Ja, den hätte ich jetzt nicht einfangen können. Ja? Also das ist der AFC-Modus. Und ich zeige euch jetzt mal in den Einstellungen, wie ich den bei mir auf der Kamera programmiert habe, weil das unheimlich wichtig ist, wenn man diese Tasten da hat, die C1, C2-Taste und so weiter, ist man auch wirklich schnell dann auch vor Ort. Dafür müsst ihr zuerst ins Menü gehen in der Kamera und dann geht ihr zuallererst oben in den ersten Tabellenreiter rein und dann auf Blatt 13. Auf Blatt 13 findet ihr dann hier diese Focus Magnification Time, da nehmt ihr No Limit rein, ja, dass ihr alle Zeit der Welt habt zum Fokussieren. No Limit ist wichtig. Und dann macht hier diese Initial-Focus Magnifying Option bitte auf 1.0. Das heißt, mit 1.0, da seht ihr erstmal dieses Rechteck, um zu bestimmen, was will ich tatsächlich anfokussieren. Also, die zwei Einstellungen sind wichtig.
Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese ganzen Fokus-Modi auf die C-Tasten programmieren könnt. Dann müsst ihr jetzt in Tabellenblatt 2 gehen oder Tabellenreiter 2 und hier dann auf 8 von 9. Und hier seht ihr, Custom Key wird einem da angezeigt. Hier oben Custom Key ist für Fotos, hier unten ist für Video. Ihr interessiert euch wahrscheinlich eher für die Foto-Option, da geht ihr da rein, in Custom Key für Fotos. Und ich habe es so gemacht, dass ich meinen Custom 1 Button, da habe ich die Focus Area ausgewählt. Also wenn ihr da reingeht, könnt ihr verschiedene Sachen dahin speichern. Ich habe die Focus Area ausgewählt und auf meinen C2 Button hier, der gleich neben dem Auslöser ist, den Focus Magnifier. Super wichtig. Wenn ihr schon dabei seid, dann stellt vielleicht auch den AF On Button richtig ein. Also so mache ich es zumindest. Dann müsst ihr auf das Blatt 3 gehen, also zweimal weiterspringen. Und hier habe ich den AF On Button mit dem Fokusmodus belegt. Das ist super, super hilfreich, weil ich habe hier meine drei Knöpflein, bin da einfach super schnell im richtigen Fokusmodus und kann entsprechend schnell auch reagieren auf die entsprechende Lichtsituation oder auf die entsprechende Motivsituation. Gut, also das war jetzt die Einstellung, wie ich die ganze Sache gespeichert habe. Ich zeige euch aber jetzt noch eine Methode, die ich auch ganz, ganz oft verwende, die ganz interessant ist. Und zwar setze ich meinen Fokuspunkt genau mittig, also ins Zentrum des Bildes. Und wenn ich den Fokus gefunden habe, verschiebe ich meine Kamera um ein paar Millimeter oder Zentimeter, um mein Motiv so entsprechend in Szene zu setzen. Das heißt, also ich fokussiere etwas an, der Fokus sitzt und dann verschiebe ich quasi die Kamera und gestalte meine Bildkomposition. Wenn ihr das machen wollt, zeige ich euch auch, wie es funktioniert. Ihr müsst hier reingehen erstmal wieder. Bei mir ist es ja die AFN-Taste, raus aus dem MF und zwar in den DMF-Modus. Direct Manual Focus, bla bla. Danach könnt ihr hier auf die C1-Taste drücken und hier ist bei mir schon eingestellt Center. So, jetzt seht ihr hier doch dieses grüne Rechteck oder Quadrat und da weiß ich, okay, die Kamera fokussiert es hier genau in der Mitte. Nichts anderes wird da anfokussiert, nur die Mitte. Ja? Und wenn ihr das macht, ja, dann könnt ihr zum Beispiel hier den Auslöser halb durchdrücken und dann verschiebt ihr das Bild. Und die Hütte wird scharf bleiben. Ja? So. Zack. Oder ich zeige euch das mal anhand hier von dem Blatt. Das Blatt ist knackscharf, die Hütte hinten ist unscharf. Ja? Ich gehe mal hier vielleicht in die Sonne. So, das Blatt ist knackscharf, Hütte ist unscharf. Jetzt kann ich hier die Kamera versetzen. Und hier ein tolles Bild hinkriegen. Also die Methode verwende ich ganz, ganz, ganz oft. Hier, Motiv im Vordergrund. Ich fotografiere aber hinten auf die Hütte. Blatt ist immer noch super scharf. Also ihr seht, was ich meine. Das ist was ganz, ganz Interessantes. Ja. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Schiff fotografieren will, das würde ich jetzt nicht manuell machen. Das wäre mir einfach zu stressig. Ich gehe einfach hier über meine Taste in den AFC-Modus rein. Ja, und suche mir dann hier Center Spot aus. So, wähle mir Center Spot aus, fokussiere das Bild schön an. Das ist auch direkt in der Mitte, alles easy, boom. Da muss ich jetzt gar nicht mehr groß Bildkomposition machen. Der Fokus bleibt auf dieser schärfen Ebene schön erhalten. So, jetzt zeige ich euch meine dritte Fokusmethode. Und zwar der Flexible Spot ist auch super hilfreich, vor allem bei mir, wenn die Kamera auf dem Stativ steht und ich keine große Hektik haben will, aber auch echt bestimmen möchte, was hier scharf sein soll. Da verlasse ich mich mit dem Flexible Spot wirklich auch wieder auf die Automatik, aber ich kann der Kamera sagen, was sie genau scharf stellen soll. Ja? Und um das zu erreichen, drücke ich jetzt erstmal hier meine AFN-Taste. Gehe raus wieder aus diesem Direct Manual Focus und gehe in die Automatik rein, zum Beispiel in AFC.
Ihr könnt aber auch AFA nehmen in Totalautomat. Egal, wir bleiben mal in AFC. Dann wähle ich mit der C1-Taste nicht Wide, sondern hier seht ihr Flexible Spot. Ich habe jetzt Flexible Spot L genommen. Mit L meint man, dass das Viereckchen, was scharf stellt, relativ groß ist. Es gibt auch S, also ganz klein, oder M. Ich bleibe jetzt mal auf L, weil man das einfach besser erkennt. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke auf den Auslöser, könnt ihr ganz gut erkennen, dass hier über der Hütte dieses Viereck grün leuchtet. Und jetzt würde er oben die Wolken anfokussieren. Und jetzt kann ich hier mit meinem Joystick, der sich hier unter dem AFN-Knopf befindet, den Flexible Spot dahin setzen, wo ich ihn haben will. Und in dem Fall möchte ich den wieder hier auf die Fenster. In dem Fall möchte ich ihn wieder hier auf die Fenster setzen. Und so stellt die Kamera jetzt hier genau auf dieser Fensterfront oder Vorderseite der Hütte das Bild scharf. Zack. Scharf. Ja? Das ist eigentlich echt ganz, ganz hilfreich. Auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr Ufer haben will, seht ihr, ich kann hier das Viereck da drauflegen, zack. Und das Bild wird garantiert so scharf. Das mache ich aber nur bei guten Lichtverhältnissen, nicht in der Nacht. In der Nacht verlasse ich mich immer auf das manuelle Fokussieren, auf meine Displaylupe. Ich habe es jetzt versucht auf den Punkt zu bringen und in aller Kürze euch diese drei wichtigen, für mich zumindest wichtigen Fokustechniken näher zu bringen. Wendet es bei euch an, programmiert euch die Kamera, die C1, C2 und AF-On-Taste genauso wie ich und ihr werdet sehen, ihr spart Zeit und habt weniger Bildausschuss. Gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit hier für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Sigi, hier wieder vom Ammersee. Bye bye.